So, es geht weiter mit Tomb Raider The Untold Adventure in dem Level San Marco. Ein Venedig-Level, was nach dem Bösewicht aus Tomb Raider 2, Marco Bartoli, benannt wurde. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ihr seht es hier in dem Speicherbuch San Marco, unser nächstes Level. Mit absolutem Venedig-Flair aus Tomb Raider 2 natürlich. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, weil ich dieses Level noch nie gesehen habe. Die große Mauer hatte ich ja schon mal angespielt. Und bin jetzt wirklich sehr gespannt, was hier auf uns zukommt. So, jetzt gucken wir erstmal. Ach, wir tauchen jetzt erstmal hier lang, weil wir es gerade können. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man hier rumkommt. Ach, da steht das Boot ja schon. Nicht wie in der Garage bei Tomb Raider 2, sondern es steht schon direkt hier. Aha. Hier ist aber noch eine verschlossene Tür. Und es ist irgendwie so verdammt ruhig hier. Also normalerweise ist ja in Venedig immer alles voller Gegner. Aber hier kommen wir jetzt noch nicht weiter. Es ist mir irgendwie zu ruhig für Venedig, weil normalerweise wird man gleich hier von 1000 Gegnern abgeballert und von Hunden angebellt. Aber bis jetzt ist es hier wirklich noch sehr friedlich. Aber das wird sich bestimmt auch noch irgendwie ändern. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal hier ins Boot. Jawohl. Aber es gibt keine klassische Venedig-Musik in diesem Moment. Aber auch das kann noch kommen. Sind wir mal entspannt hier. Das kann man bestimmt wieder durchfahren. Genau. Aber mit mehr Schmackes. Jawohl. Okay, dann stellen wir das Boot erstmal wieder hier ab, weil das bringt uns momentan ja nicht viel. So. So steigt man aus. Perfekt. Jetzt wollte ich mal neben einbrechen, aber wir müssen wahrscheinlich vorne rum irgendwie. Hier an dieser Stelle findet man im Original die Automatik. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass wir die hier auch finden. Und nehmen vor allem mal die Schrotflinte. Das sind wir besser mit bedient. Aber hier scheinen ja wirklich keine Gegner zu sein. Aber ein Hund. Immerhin. Hilfe. Ich höre was. Ich höre einen Gegner. Sehe aber gar keinen. Ich hasse es, Schritte zu hören und die Gegner nicht zu sehen. Aber jetzt nehmen wir erstmal das Medipack mit. Genau, Lara. Aha, nimm es mit. Freu dich des Lebens. Und wir ziehen den Schalter hier. Ah, der öffnet auch gleich eine Tür. Da wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. Aber diese Schritte irritieren mich wirklich sehr. Oh, da oben. Dafür nehmen wir aber die Pistolen. Ah, der sitzt natürlich ganz blöd da oben. Auf dem Balkon. Ja, da hat man natürlich leicht schießen, ne? Wir müssen dann mal versuchen, ob wir irgendwie über die Markisen da hochkommen. Vielleicht hat er ja was verloren. Oder von da oben drüber. Aber von hier unten kommen wir da auf jeden Fall noch nicht hin. Das heißt, kommen wir auf das Dach drauf. Ich höre immer noch Schritte. Aber ich sehe keine Gegner gerade. Deswegen sind wir einfach mal entspannt. Und gehen wieder aufs Boot und fahren dahin, wo wir die Tür geöffnet haben. Rein mit dir, Lara, und los geht's. Das ist die Tür. Ne, das ist die Tür hier. Der Seite. Irgendwie hält sie nicht so gerne. Ach so, vorwärts, rückwärts einfach nur drücken. Und raus mit uns. Okay, Lara. Was tust du da gerade? Ich hoffe, dass wir überhaupt jetzt hier rausklettern können, weil ich habe eher das Gefühl, sie geht aufs Schiff. Boot. Das war ja gerade auch ein witziger Bug. Und es ist irgendwie undicht, das Boot. Also das hat wahrscheinlich irgendwie ein Leck. Aber die Polster sind auf jeden Fall trocken.
da holt sich Lara dann keine Blasenentzündung. Und hier natürlich dieser klassische Wäscheleine, wo dieser BH dranhängt und diese Strumpfhose, die vom Wind verweht wurde. Das darf natürlich in Venedig nicht fehlen. So, was hier auch nicht fehlen darf, ist eine Waffe. Mein Gott. Gucken wir, ob wir den Bug jetzt wieder auslösen. Yes. Na, schneller kann man nicht aus dem Wasser steigen, ne? Und wir kriegen natürlich auch gleich die Munition wieder, die wir verschwendet haben. Vielen Dank, mein Guter. Und hier ist ein Ofen und ein kleiner Kronleuchter, aber ansonsten ist die Einrichtung, wie bei Tomb Raider 2 ist immer der Fall, ist ziemlich karg. Aber hier liegen wenigstens ein paar Bücher rum. Und Fackeln, was natürlich noch wertvoller ist als Bücher, weil mit den Büchern kann man nichts anfangen. Ist halt ein bisschen Deko, ne? Aber bringt halt nichts. Und dann machen wir uns doch mal hier die Treppe hoch, beziehungsweise eine Leiter ist das ja. Ich hoffe, dass wir hier auch hochkommen. Ja. Lara klettert einfach auf einer Wand, wie so eine Spinne klettert die auf einer Wand rum. Lara braucht keine Sprossen, Lara kann das auch so. Lara ist übermenschlich. Wozu Sprossen, wenn man auch an einer Wand kleben kann wie eine Spinne, Lara, ne? Das ist kein schönes Haus, hier möchte ich nicht wohnen. Das ist mir viel zu karg eingerichtet. Aber das ist schön hier draußen. Oh! Alter, wie schießt der denn die ganze Zeit rum? Der zielt nicht mal auf uns, der schießt die ganze Zeit und wir verlieren die ganze Zeit Leben. Das ist ja hier richtig daneben. Nehmen wir gleich mal ein Medipack. Das geht ja gar nicht. Aha. Und hier leider nur Munition. Und keine, hier wieder Munition. Aber leider keine Automatik. Was ich sehr schade finde. Aber wir bekommen sie bestimmt bald. Ich hoffe es zumindest. Und jetzt laufen wir mal hier rum. Gut, dass ich die Waffe habe. Also die Schrotflinte ist hier wirklich Gold wert. Und das ist die Stelle hier, wo wir auf den Balkon wollten, wo der eine Mann gestorben ist. Liegt da drüben was auf dem Dach? Ach, hier kann man wirklich rüber. Ja, das gucken wir uns doch gleich mal an. Und hier ist eine verschlossene Tür, aber wir gehen jetzt erstmal, weil wir es können, hier rüber. Da ist auch eine Tür, also da geht es wahrscheinlich dann weiter. Ja, gefährliche Sache, Lara, ne? Nein! Verdammt! Wann haben wir gespeichert? Ich weiß es nicht. San Marco, wir laden gerade mal. Aber ich glaube, dass wir nicht wirklich gespeichert haben. Nein, haben wir nicht. Gut, dass ich das gespeichert habe. Das heißt, wir tauchen da jetzt schnell nochmal hin. Und machen es nochmal. Da war ich wieder zu hastig. Und wie hier einfach der Putz von dieser Wand weggebröckelt ist. Also, Venedig ist auch ganz schön runtergekommen. Muss man wirklich mal sagen. Da können die Italiener mal ein bisschen renovieren. Das würde nicht schaden. Jetzt macht sie den Bug gar nicht, aber ich glaube, dafür muss man wirklich direkt hier am Rand hochtauchen. Und dann läuft sie gleich drauf los. Das ist perfekt. Schneller kann man nicht aus dem Wasser kommen. So. Entschuldigung, gerade muss ich erstmal husten. Ich bin zumindest menschlich im Gegensatz zu Lara, ne? Ich sag nur einen auf den hier. Mann, 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 die macht einen echt fertig. Kann man das überhaupt einschießen? Yeah. Aber da gehen wir gleich hin. Wir schauen jetzt erst nochmal hier hinten. Genau, was man da machen kann. Beziehungsweise, ob der Typ was verloren hat und ob auf diesem Dach was liegt, wo der erste Schalter drin war. Muss ja alles irgendwie getestet werden. Aber diesmal speichern wir das vorher. Nicht, dass das wieder in die Hose geht. Speichern. San Marco. Sehr schöner Levelname. Und der hat sie, die Automatik. Yeah. Mhm. Perfekt. Nehmen wir auch gleich. Die gibt es nämlich in keinem anderen Tomb Raider. Und bevor wir die Uzis finden, nehmen wir auf jeden Fall die. Weil die Uzi ist nochmal eine Ecke besser als die Automatik. Aber am Anfang kann man jetzt erstmal die Automatik verwenden. Und wir müssen auch zusehen, dass wir den Granatwerfer benutzen. Nicht, dass der am Ende wieder übrig bleibt. Und wir die Munition dann nicht benutzt haben. Das ist immer ärgerlich.
So, hier kommen wir jetzt wieder zurück. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Abstecher zu machen, weil wir die Automatik haben. Ich freue mich. Und ich glaube hier, wir probieren das jetzt mal. Aber ich glaube wirklich, da kann man nicht drüber. Nee. Und da ist ja auch nichts, das sieht man ja. Aber wir wollen ja nicht wieder Geheimnisse übersehen, deswegen machen wir das ja. Ich höre einfach Schritte hier. Irgendwo läuft noch so ein Gegner rum. Ich habe da echt kein gutes Gefühl mit, deswegen laufe ich jetzt hier nur noch mit Waffen. Oh. Oh. Aha. Also, wenn wir das jetzt hier übersehen hätten, das wäre sehr ärgerlich gewesen. So, und jetzt gehen wir erstmal hier raus. Ach, hier kann man sogar aufs Dach. Was? Ach, das ist ein Kamin. Ich dachte, da steht eine Katze. Das hat mich jetzt gerade stark verwundert. Und da drüben ist eine Abflachung. Das müssen wir jetzt auch erstmal erforschen. Warum ist da eine Abflachung? Liegt da etwa ein Drache in der Ecke? Oder so? Das muss natürlich sofort rausgefunden werden. Aber so nicht. Aber man kann es ja einfach hangeln. Wir müssen gar nicht so hin und her springen. Ah, ja, da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Ganz kurz den steinernden Drachen schimmern sehen. Jawohl. Da steht er. Ganz unscheinbar in der Ecke. Aha. Also das, muss ich sagen, hat sich jetzt wirklich gelohnt, diesen kleinen Abstecher hier rüber zu machen. Jetzt hangeln wir hier mal einfach durch die Leine durch, weil Lara kann es einfach. Ist schon echt spannend hier. Lara, du bist ein Tier. Auch von der Intelligenz her. Obwohl es ja wirklich schlaue Tiere gibt. Ich rede schon wieder durcheinander. Also Tiere sind ja wirklich eigentlich sehr intelligent. Die haben halt mehr mit Instinkt zu tun als mit Intelligenz. Also das ist halt so Menschensache, ne? Aber instinktiv sind die Tiere, finde ich, immer einen großen Schritt weiter vorne als die Menschen. Dadurch geht der Instinkt halt ein bisschen verloren durch die Intelligenz, die Lara nicht besitzt. Was wir ja schon oft festgestellt haben. Hier kann man auf jeden Fall gut über die Balkons springen. Und da liegen sogar Granaten. Guck mal an, das Aha. lohnt sich sogar. Und jetzt ist die Frage, kommt man auch irgendwie hier rüber? Wir versuchen es einfach mal. Wir springen jetzt mal hier zurück auf die andere... Auf den anderen Balkon hier. Oder kann man hier um die Ecke noch? Nee. Das heißt, das hier war nur für die Granaten. Wir müssen... Oh. Wahrscheinlich irgendwie... Ja, ich weiß es nicht. Man kann nicht so gut übers Geländer springen, aber... Mein Problem ist jetzt, dass wir auch von diesem Dach wahrscheinlich nicht wirklich hier rüberkommen, weil das ja zu weit ist, oder? Das heißt, wie kommt man jetzt darüber? Bei Tomb Raider Chronik könnte man sagen, okay, wir versuchen uns jetzt mal hier zu lang zu balancieren an dieser Leine, aber das kann sie bei Tomb Raider 2 ja nicht. Deswegen müssen wir es irgendwie auf eine altherkömmliche Weise probieren. Aber vielleicht klappt der Sprung jetzt auch. Stimmt, weil hier haben wir jetzt Anlauf, drüben hatten wir keinen Anlauf. Das heißt, es muss ja funktionieren. Gut. Liegt hier noch was? Nee, da ist gar nichts. Okay, dann wechseln wir wieder die Waffen und schauen mal hier rein. Ich wollte gerade sagen, es wird mich schwer wundern, wenn kein Gegner kommt. Und ich muss auch sagen, es wundert mich schwer. Ist wieder dieser Büchertisch. Also ich muss sagen, die Italiener, die lesen anscheinend ziemlich gerne. Mache ich persönlich ja gar nicht. Ach so, jetzt kommen wir hier unten durch. Aber was bringt uns das denn? Ach nee, wir machen oben die Tür auf. Und die auch. Huah, machen die immer, wenn die sterben. Und vielen Dank für das Medipack. Das sich wieder so schön mitdreht. Mit der Sicht. Das finde ich ja so super bei Tomb Raider 2. Die Sachen müssen sich einfach mitdrehen. Sonst ist das kein Tomb Raider 2 Feeling. Und vor allem dieses Aha, wenn man es aufhebt. Und der Bug ist der allergeilste hier. Okay, dann müssen wir jetzt hier nochmal hochmarschieren und können jetzt somit durch die Tür, wie die gerade geöffnet haben.
wieder die Chuck Norris-Leiter hoch. Also ich finde, Chuck Norris und Lara nehmen sich nicht viel. Muss ich immer wieder feststellen. Wir ziehen trotzdem die Waffen, weil aus der Tür kann wieder ein Gegner kommen. Da bin ich ja immer sehr vorsichtig. Man weiß es ja nie, ne? Man muss hier immer auf der Hut sein. Vielleicht sind das auch die Schritte, die ich die ganze Zeit höre. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann, ciao.